Moin, seid gegrüßt. Freue mich, euch heute zu einer weiteren Folge von Tech Talk mit Bisi begrüßen zu dürfen. Wie ihr seht, ich stehe heute vor unserem M318, unserem Mobilbagger, und will euch heute zwei richtig geile Systeme zeigen. Nämlich einmal unseren Great Assist, unsere Abziehautomatik, und im späteren dann unseren Tilt Assist, unseren Querneigeautomatik. Was wollen wir lang schlagen? Müsst ihr euch angucken, kommt mit. So, jetzt habe ich es mir bequem gemacht hier in unserer Kabine am M318. Sicherheit geht vor, deswegen Sicherheitsgurt anlegen. So, und da wollten wir uns jetzt mal den Great Assist, sprich den Abziehassistenten, angucken. Wir gehen kurz hier ins Display, wischen einmal rüber und jetzt sehen wir hier die Ansicht von unserem Great Control. Hier unten, kennen die meisten von euch, ist ja unser Untermenü, speziell nur für Great-Einstellungen. Ich kann hier meine Solltiefe setzen, ich kann Sollneigung, ich kann Querneigung. Alles Mögliche kann ich da drin einstellen. Kann ich händisch im Display machen, kann ich aber auch auf die ganzen Funktionen auf die Joysticks legen. Das habe ich gemacht und das werde ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Und zwar hatte ich jetzt hier die Infotaste gedrückt und jetzt könnt ihr hier sehen, rechten Joystick. Ich habe zum Beispiel meine Sollhöhe, die setze ich unten rechts mit dem Taster. Dann wird mein nächster Schritt sein, die Arbeitsrichtung setzen. Das mache ich mit dem Taster da drüber. Und dann habe ich meine Great Assist Aktivierung, das ist dann der mittlere Taster. Und mit den drei Tastern arbeite ich jetzt. Und das solltet ihr euch mal angucken, also das ist echt der Hammer, was hier geht. Also, jetzt gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Ihr seht meine Fläche hier, da soll später der Container gesetzt werden. Deswegen muss ich sehen, dass ich da wirklich ein hundertprozentiges Planung hinkriege. Wie gehen wir vor? Ich werde jetzt als allererstes mit meinem rechten Joystick einmal die Richtung setzen. Arbeitsrichtung erfolgreich, sehen wir unten im Display. Auch schön, was wirklich gut gefällt, das sind diese kleinen Pop-Up-Fenster. Ihr erinnert euch, alte Software, Vorgängersoftware, da hatten wir jedes Mal die riesigen Balken, die haben genervt. Hier die kleinen Pop-Ups kommen schnell, regen mich schnell auf und sind sofort wieder verschwunden. Also, Richtung haben wir gesetzt. Jetzt hole ich mir meine Höhe, heißt, ich fahre jetzt mit meiner Schneide auf meine gewünschte Höhe. Die setze ich jetzt wieder mit dem rechten Joystick unter der Taste. Auch hier kriege ich wieder eine kurze Meldung. Höheneinstellung erfolgreich. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, wie meinen Löffel ja praktisch in Abziehposition zu bringen. Ich fahre jetzt nicht auf die Null. Ihr seht, ich bin jetzt noch so 10, 11 cm drüber. Jetzt aktiviere ich mit dem mittleren Taster mein Great Assist Feindmodus aktiv. Und jetzt mache ich wirklich nichts anderes. Ich ziehe jetzt am linken Joystick. Ihr seht, rechte Hand ist oben. Jetzt guckt euch das an da vorne. Der zieht da durch. Jetzt greife ich wieder ein, weil genug Material da ist. Sonst haue ich mir das alles unten vor das Schild. Dann lege ich hier hin. Da ist ein kleines Loch. Das muss eh gleich noch verfüllt werden. Dann machen wir schon die nächste Slot, beziehungsweise die nächste Spur. Ich fahre auch wieder ungefähr bis auf Höhe. Rechte Hand nach oben, linken Joystick nach hinten und schon geht das los. Leute, ich bin begeistert. Wenn ich mir jetzt überlege, das sollte ich alles händisch machen. Mann. Dann gehst du wieder raus, da musst du mit der Wasserwaage da rumhalten und dann musst du wieder nachmessen. Das mache ich hier alles ganz bequem aus meiner wunderbaren Kabine. Und wieder ziehen wir ab. So, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie wirklich hervorragend unser Great Assist, sprich unsere Abziehautomatik, arbeitet. Dass das alles so möglich ist, sind auf unserer Maschine etliche Sensoren verbaut. Und da haben wir im Oberwagen integriert einmal einen Schwenk- und einen Neigungssensor. Dann haben wir hier oben am Ausleger einen Sensor sitzen, am Verstellausleger haben wir einen sitzen. Dann ist hier am Stiel einer, wir haben hier einen Löffelsensor integriert. Und dann hatte ich ja im Vorfeld schon angekündigt, dass ich euch auch unseren Querneigeassistenten zeigen will. Und dafür brauchen wir noch einen zusätzlichen Sensor. Und der ist hier oben am Löffel verbaut. Wie ihr sehen könnt, der ist wirklich richtig schön gecovert. Also da kann auch ruhig mal ein Stein drauf liegen, sonst irgendwas, da geht so schnell nichts kaputt.
Und wie geil das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Kommt einfach nochmal mit. Jetzt haben wir ja gesehen, wie unser Great Assist funktioniert, unsere Abziehautomatik. Und jetzt gehen wir mal in die Böschung rein. Das ist natürlich, wissen wir alle, Königsklasse. Vernünftige Böschung bauen liegt nicht jedem. Da gehört jede Menge Erfahrung zu. Und wir gucken jetzt mal, wie schön wir das mit unserem Querneigungsassistent machen. Also Vorgehensweise ist eigentlich ähnlich, wie wir es eben auch hatten, wie wir eine ebene Fläche erstellt haben. Ich gebe ihm jetzt erstmal wieder die Fahrtrichtung vor oder die Schwenkrichtung vor. Wieder über meinen rechten Taster, bevor ich die Höhe gebe, sage ich ihm jetzt eben noch die Neigung, die ich haben will. Dürften so um die 20 Grad sein. 20 Grad. Jetzt sind wir hier, die Böschung wird es so in die verkehrte Richtung laufen, also korrigiere ich die hier mit der Plus-Minus-Taste. Ich bestätige das. So, und wenn ich jetzt hier meine Höhe setze, auch wieder mit dem rechten Joystick, fahre einfach auf meinen gewünschten Punkt. Höhe ist gesetzt, auch das kriege ich wieder hier im Pop-Up-Fenster schön dargestellt. Automatisch kriege ich auch dargestellt, wie meine Böschung exakt verläuft. Ja, und dann werde ich jetzt als nächstes den Great Assist aktivieren. Auch das bekomme ich angezeigt. Und ich werde meinen Neigeassistenten aktivieren. So, ist alles scharf geschaltet. Was mache ich jetzt? Ich ziehe tatsächlich nur noch an dem linken Joystick und guckt euch das an, was das Ding da vorne macht. Das ist der Hammer. Jetzt greife ich wieder ein, weil ich hier oben das Material abnehmen muss. Ey, das ist ein Traum. Jetzt habe ich volle Auslage. Ich starte wieder so 3-5 cm drüber. Können auch Zähne sein. Mein Löffel sucht sich dann schon den genauen Punkt und guckt euch das an da draußen. Hammergeil, sag ich euch. Ich greife wieder ein. So, und jetzt habe ich ja meinen Neigeassistent scharf geschaltet. Und jetzt guckt euch mal an, was der Löffel da vorne macht. Wenn ich jetzt seitlich verschwenke, der Löffel, der passt sich immer meiner gewünschten Böschung an. Ich mache das jetzt extra hier mal im Leerlauf, damit ihr das auch tatsächlich mal seht, wie der Löffel da vorne arbeitet. Das heißt, ich muss dann immer an einer Achse arbeiten. Dadurch, dass ich den Schwenksensor hier drin habe, kann ich den Bagger, den Oberwagen drehen, wie immer ich will. Und ihr seht es da vorne, der Löffel passt sich der Böschung tatsächlich an, weil er immer genau weiß, wie der Oberwagen steht. Guckt euch die Stellung da draußen an. Ich habe wieder die rechte Hand in der Luft ziehen, nur am linken Joystick. Egal wo ich ziehe, der fährt eine wirklich richtig geile Böschung an. Das Allergeilste finde ich ja, auch wenn ich eine 3D-Steuerung von Trimble hier drauf habe, funktioniert der Assistent exakt genauso, wie er es jetzt hier ohne 3D macht. Das heißt, ich kann ihn einsetzen, wo immer ich will. Eine richtig geile Geschichte. Ich kann mich überhaupt nicht satt gucken hier. Leute, ohne Scheiß. Das sind zwei Systeme, die sind nicht lebensnotwendig, aber die werden mir als Baggerfahrer wirklich den Tag versüßen, um ein Vielfaches erleichtern. Probiert es einfach mal aus. Richtig geile Geschichte. In diesem Sinne, Grüße von Besi.